Es geht wieder weiter mit Let's Play Tales of Symphonia Dawn of the New World. Ich bin es MC Muffix. Beim letzten Mal sind wir hier in der Höhle gewesen und wollten hier eigentlich hier Martha retten, doch es kam alles anders. Richter hat uns ja hier sich in den Weg gestellt und er wurde aber trotzdem schwer verwundet. Und zwar von niemand anderen als Lloyd Irving. Welches Level hast du eigentlich? 4. Kannst du nicht einfach Level 4 sein? Müssen wir loslegen, oder? Was kommt jetzt? Yeah. Naja, Lloyd Irving ist nämlich aufgetaucht und Lloyd hat hier Richter mit Leichtigkeit bezwungen und uns eben auch. Ebenso, er ist Level 50, liebe Leute. Nun gut, wir konnten zwar irgendwie überleben, wir wissen nicht, wieso Lloyd uns am Leben gelassen hat, aber zumindest sind wir geflohen. Richter ist keine Ahnung wo und wir sind zurück in die Stadt gekommen. Beim letzten Mal hat uns Martha dann hier die Wahrheit erzählt darüber, was hier ihr Plan ist von hier den Bildern von Ratatos. Nämlich, dass Ratatos in Wahrheit kein Dämon ist, sondern der Herrscher der Monster. Was natürlich unser Statement nochmal unterstreicht dafür, dass wir hier in Wahrheit böse sind. Oh, es ist nicht mehr ein kleines Wölflein. Weil alle sagen nochmal, hey, ja, wir sind böse. Und irgendwie haben sie ja recht, wenn wir hier mit dem zusammenarbeiten, ne? Mit dem Herrn der Monster. Aber egal. Zumindest Martha hält es für eine gute Sache. Und wenn Martha sagt, wird das schon stimmen. Wir sind jetzt, wir haben herausgefunden, es ist ja ein Vanguard. Und wir wurden von anderen Vanguard-Mitgliedern angegriffen. Was natürlich auch etwas mit dem Ei von Redditors zu tun hat, was sie hier inzwischen an ihrem Kopf drin hat. Nun gut. War ein guter Kampf. Für alle Level Up. Und mein kleines Wölflein schläft. Lady Martha, Emil, we must leave this place. You're right. Let's go. What? How did I get wrapped up in this mess? Lief irgendwie nicht ganz so gut, wie ich mir das jetzt hier vorgestellt habe. Aber nun gut. So, ein kleines Nickerchen können wir schon noch machen, oder? Speiern können wir zumindest. Ach Leute, ich vermisse Tales of Xillia, wo man daneben Speicherpunkt ganz entspannt immer alles aufgefüllt bekommen hat. Oh nein, jetzt habe ich meinen alten Speicherstand überschreiben. Nein, 7.7. Okay, wurscht. So, 12 Mal geil, Junge. So viel Zeit muss sein. Erstmal ein kleines Nickerchen machen, ein bisschen mit Tenebrae schmusen und dann geht's weiter. Okay, ja, so wie es aussieht, können wir die Stadt verlassen. Oder wollen wir nochmal daheim vorbeischauen? Hallo. Na gut, dann kommen wir nicht zurück. Alter, was ist denn hier los, Mann? Alles flippt hier aus. Alles flippt hier wirklich aus. Auf einmal sind wir hier ein gejagter Mörder. Ein gejagter Herr der Monster. Warte mal. Strategie. Oh, jetzt wird's mal wichtig. Also. Emil, warte mal. Hoher Angriff. Was ist denn? Nee, stand da hoher Angriff? Nee. Also. Bitte Reservewaren sparen. Angriffsbewertet haben Gegner, welche den größten Schaden erleiden. Keine Heilung. Nee. Was sind denn das für Kackbefehle? Ach, Leute. Reduzieren. Gleicher Angriff. Wieso kann ich nur so wenigen hier einen Befehl geben? Das ist doch echt Spaß. Immerhin können wir in jedem Fight diesen schönen Move einsetzen. Machen. Fast wie mystische Art. So. Aber ganz ernsthaft, man, das Befehlsmenü ist echt der Schwachsinn. Ich will meine... Ich weiß nicht, es ist in alten Tales-Spielen leider immer... Ist es nicht gut gelungen. Das wird wirklich erst so ab... Ding gut, ab Ziele. Auch im Vesperia war es nicht so cool, Mann. Ich will einen Befehl haben. Heilen. TP wahren. Also, dass sie halt immer mehr 25 behalten sollen. Und ich will, haben, dass einer auf dasselbe Ziel geht wie ich. Und die anderen sollen auf das andere Ziel gehen. Aber ich sage, das geht leider erst eigentlich so richtig seit Xillia, oder? Graces ging es auch schon halbwegs. Toll. Das habe ich jetzt auch gemerkt, dass dieser Weg von dem Vanguards abgeschottet hier ist. Na toll.
Geh mir jetzt den Weg, Alter. Ich dachte, jetzt, wo ich neue Klamotten habe, mögt sie mich alle. Das ist der Start von Lloyd. Get them, move! What? Huh? What? You're from the Church of Martell. I am Magnar, Commandant of the Church of Martell. By the orders of Lloyd the Great, I have come to take the Demon Lord Ratatosk and the Centurion's Core. You're all the same. Hand it over, and I will guarantee that none of you will be harmed. However, if you refuse, this town will meet the same fate as Palma Costa. Same as Palma Costa? What does he mean? What, boy? You don't know? The foolish Vanguard planned to use Ratatosk's core to start a rebellion in order to destroy the Church of Martell and the Chosen. Lloyd killed all of those innocent people to steal Ratatosk's core and to quell the rebellion. That's what my parents died for? Imp, my servant, go! Lady Marta, Emil, we must leave town now. What should we do? If we leave, the town will be destroyed. Foolish, barbarous Silveranti, listen well. I am Commandant Magnar of the glorious Martell Knights. We have come here to arrest the vile Vanguard for their crimes, blasphemy against the Church, and inciting rebellions and discontentment across the world. However, we have also recently received reports from Lloyd the Great, stating that the people of Luan have been engaged in sinful cooperation with the Vanguard. Therefore, this whole town, along with the Vanguard, now face charges of treason against the Chosen. But I will grant one final opportunity to redeem yourselves. A girl named Marta is hiding in this city. Bring her to me. Do so, and Lloyd the Great may very well forgive your crimes. Marta, hand them the core on your forehead. But I can't. Why not? If you, the Vanguard, hadn't attempted a rebellion, Palma Costa never would have been destroyed in the first place! And if that happens, everyone will blame me since I'm the one who brought you here. You're right. I'm truly sorry about what happened in Palma Costa. Where are you? I'll give them Ratatosk's core. I'm sorry, Tenebrae. Emil, Knight of Ratatosk, you just sent Lady Marta to her death. Lord Ratatosk's core on her forehead requires energy from her body. The core cannot be separated from her before Lord Ratatosk awakens. Removing it beforehand will surely cause her death. No! We have to tell her! She already knows. She intends to die for this town and for you, for your petty desire to protect yourself. I just wanted you to know the consequences of your words. I'm going to stop Marta. You'll be ostracized by the people in town. I don't care! Well then, I shall go with you. I'm here now. Are you satisfied? Tell a
us where Ratatosk's core and the Centurion's cores are. I don't have a Centurion's core, but Ratatosk's core is right here. If you want it that badly, you'll have to take it with my head. What a marvelous idea. I think I will. Seize our men! All right. We no longer have any need for this town. Hand down the divine punishment they deserve. No, wait a minute! You said that you'd... That's enough! Silence! The orders of Lloyd the Great are absolute! All right, men, the time has come! Pillage! Kill! Show them the divine punishment of the goddess Martell! Yes, sir! Didn't you hear what I said? I said stop, you miserable swine! I'll teach you the true meaning of divine punishment! Und was ist mit dem weinerlichen Typen, den wir am Anfang des Spiels kennengelernt haben? Ich vermisse diesen Typen. Nein, natürlich nicht. Aber krass, Mann. So krass, Mann. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, Mann. Ich habe keine Ahnung, was das ihm geworden ist. Aber es ist nicht so, dass ich mich beschwere, Mann. Irgendwie eine dämonische Aura ist in uns erwacht, Mann. Die hier scheinbar uns zu einem komplett anderen Menschen macht. Das ist die Kraft von Ratatosk. Aber ganz ehrlich, Mann, was? Lloyd würde sowas nie tun, was die ihm vorwerfen. Das verstehe ich alles nicht, Mann. Was? Das ist nicht der Lloyd, den ich kennengelernt habe. Übrigens habe ich eigentlich bis jetzt irgendwann mal. Ich habe das doch mal ausgerüstet, oder? Nach unten. Nee, nach oben. Nein, nach unten. Schlecht. So. Ich bin gespannt, ob wir auch gleich gegen den Kommandanten kämpfen können, weil langsam wird das anstrengend. Aber es ist nicht so, als hätten wir eine Chance. Denn ich bin Emil der Große. Emil der ganz Wichtige. Für Morto! At least make it challenging. Stand up, Marta. Emil. Now then, time for your punishment. You better pray to Martell one last time. Pray to her for a painless death! Get to those against the goddess Martell! Das ist nicht Emil. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm los ist, aber er taugt mir so. Alter, willst du mich verarschen eigentlich?
Egal, komm. Imp Power! Wieso ich in Level 10er Gegner bezwinge, Mann? Keine Ahnung, Mann. Leute, es ist mal wieder Zeit für mystische Artis. Ein bisschen früher als sonst immer, aber wer kommt man gerade gut gebrauchen. So, komm schon. Hey, Junge, Mann. Oh, nein. Eigentlich nicht. Nein! Wolfi! How could I? That's settled. You did it! No, I'll give you the kiss I promised. What promise? I don't understand. Who are you? The question is, who the hell are you? Well, let's see your divine punishment now. Go ahead. Show it to me. Are you listening? Emil. That's enough, Emil. Stop it. What did I do? Dita, Mol, they didn't run away. Hey! How are you? You doing good? We're pretty busy, so, yeah, it's not like we're afraid of you or anything. Oh. Both the Vanguard and the Martell Knights have left town. The mayor wants to talk to you. Will you come? You saved me again. I'll always be on your side. That's a promise. So cheer up, okay? Thanks, Marta. Emil. Aunt Flora, I... Get away from us, you monster! How could you? No, it's okay. It's okay. Emil, thank you for coming. I have a favor to ask of you. What sort of favor? I want you to go find Lloyd for me. Is this your way of telling me to leave? No. I simply cannot believe what just happened here. The Lloyd that I know would never allow this kind of slaughter and looting, even on orders from the church. But... I didn't believe what you said about Paul McCosta until today.
But it seems that the same thing almost happened to our town. I'm just not sure what to believe anymore. Mayor, it doesn't take much for people to change. Like me. That may be so. Which is exactly why I want you to investigate this. Why Lloyd changed like he did, and why he's looking for Ratatosk and the Centurion's cores. So this is how you plan to protect Emil from the fear of the townspeople? The people of our town are easily frightened. Please forgive them. But I believe this is for your own good. I'll look for Lloyd, and then I will avenge my parents. I understand. I won't try to stop you. Emil, our town may be full of people who fear you, but this is still your home. I know it may sound hard to believe now, but once things calm down, I want you to come back. I'm sorry I caused so much trouble. Emil. Thank you for saving Lewin. Ich dachte, da kommt mal irgendeine dramatische Szene, wenn wir uns hier nochmal verabschieden. Aber ich lege mir jetzt hier einfach mal hin und dann um ins Haus. Also, wenn einer, der uns hier geglaubt hat, immer der Bürgermeister ist so halbwegs zumindest auf unserer Seite. Schön, schön. Nicht so schön ist, dass wir jetzt hier das verlassen müssen, aber das ist eh nicht unsere Heimat. Unsere Heimat ist Palma Costa und davon steht ja leider nicht mehr allzu viel da. Also, unser Weg führt uns jetzt im Endeffekt zu Lloyd. Und da wir schon mal gesehen haben, wie unser letzter Kampf gegen Lloyd geendet hat, denke ich, können wir uns auf was Schönes einstellen. Weiche von mir, diese Stadt bricht das allein und du bist eine Stadt. Alter, soll ich dich gleich mit meinem Ring Sechses hier anzünden, Mann? Dann weißt du mal, wieso du auseinanderbrichst. Geh mir nicht durch diesen Ausgang. Sehr schön. Durch welchen Ausgang darf ich dann gehen? Wo muss ich eigentlich hin? Das kann mir eh niemand zeigen. So, was willst du? Willst du mit mir tun? Ihr seid alle solche Penner, Mann. Ich bin ein Kind, Mann. Also, wie alt ist der? 15, 16? Wahrscheinlich nicht mal. Und ihr seid alle zu gemein. Ganz ernsthaft, Mann. Der hat seine Eltern verloren und dann wird er in diese Stadt reingeschmissen. Also Emil, das ist schon ein bisschen seltsam, aber ganz ernsthaft, das hat er nicht verdient. Emil, wait! Marta? Tenebrae and I are going with you. Why? The whole point of our journey is to find the Centurion's cores and wake up Ratatosk. So Lloyd is our common enemy. Since we share the same objective, it would be in our best interest to work together. But I'm... You also made a pact with Ratatosk as a knight, right? And Ratatosk is stuck on me. So that means you have to protect me. As I told you before, Lady Marta had been looking for you. She wanted the boy who saved her back in Palma Costa, you, to be a knight of Ratatosk. So please. It's partly my fault that things ended up the way they did. Let us go with you. I really don't remember meeting you before. Are you okay with that? It's okay, because I remember. And you're brave, so I feel like I can count on you. You think I'm brave? I'm nothing like that. No, you really are. You already saved me several times since we met again. And you wouldn't have done that if you didn't have courage. That's why I want to go with you. We can start off as friends, right? Of course, I don't mind being more than friends. Courage is the magic that turns dreams into reality. It's just like he said. What?
Oh, it's nothing. Why don't we get going? Right. Okay, let's go. Und damit beginnt dann unser Abenteuer wirklich. Oh, nach Asgard. Da waren wir auch in Symphonia. Kann ich mich daran erinnern. Luin, wahrscheinlich waren wir da auch, da konnten wir uns aber nicht daran erinnern. Aber in Asgard waren wir auch das. Das war doch die Stadt, wo man dann am Ende dann die Welt, wo man dann in die andere Welt, glaube ich, gegangen ist. Ich weiß nicht mehr so genau. Aber wir werden das zusammen herausfinden. Aber nicht mehr diesen Part, denn jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter hier mit Let's Play Tales of Symphonia Dawn of the New World. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.